Hallo zusammen. Gebt zu, Typen mit großen Muskeln sehen in jeder Situation beeindruckend aus. In der Tat ist Muskelaufbau keine leichte Aufgabe. Er erfordert eine radikale Änderung eures gesamten Lebensstils. Wie oft haben wir schon über zerbrechliche junge Männer gestaunt, die ihren Willen aufbrauchten und sich in riesige Bodybuilder mit Superman-ähnlichen Körperproportionen verwandelten. Aber die umgekehrten Verwandlungen scheinen nicht weniger überraschend zu sein. Heute seht ihr Athleten, die sich von zig Kilogramm Muskeln verabschiedet haben und bis zur Unkenntlichkeit verändert worden sind. Lasst uns loslegen. Paul Dillett. Für viele sportbegeisterte Teenager Mitte der 90er Jahre wurde Paul Dillett zu einem echten Idol. Er nahm immer wieder an den Mr. Olympia-Turnieren teil und beeindruckte das Publikum mit dem Volumen seiner Muskeln. Und obwohl er nie den ersten Platz belegte, hielt dies Paul nicht davon ab, einer der bestbezahltesten Bodybuilder in der Geschichte des Bodybuildings zu werden. Treue Fans werden sich sicherlich an die Poster des Athleten erinnern, die in Fitnessstudios auf der ganzen Welt hängen. Auf seinem Höhepunkt wog Paul 140 Kilogramm bei einer Größe von 188 cm und sah eher aus wie eine Figur aus einem Superheldenfilm. Es ist kein Zufall, dass die Leute ihm in dieser Zeit Spitznamen wie Jurassic Paul oder Freak Einstein gaben. Der Bodybuilder war berühmt für seine ungewöhnlichen Trainingstechniken. Er schloss Elektroden an die Muskeln an, versetzte sich in einen Zustand tiefer Hypnose und löste künstlich einen Adrenalinschub aus. Zur großen Enttäuschung der Fans begann im Jahr 2003 der Niedergang von Pauls Bodybuilding-Karriere. Auf den Fotos ist der ehemalige Mr. Olympia-Teilnehmer kaum wieder zu erkennen, aber die Jahre ohne Training fordern ihren Tribut. Doch Paul blieb dem Sport nicht fern und gründete 2007 seinen eigenen Bodybuilding-Verband namens WBFF. Hafþór Björnsson. Wir wetten, dass Game of Thrones-Fans diegenMann definitiv als Gregor Clegane alias The Mountain erkannt haben. Der echte Name des Schauspielers aus Island ist Hafþór Björnsson und er hat wiederholt den Wettbewerb World's Strongest Man gewonnen. So gehört zu den jüngsten Leistungen von Hafþór das Kreuzheben von 501 Kilogramm, was ein absoluter Weltrekord ist. Außerdem brach er 2015 einen weiteren Rekord, der vor 1000 Jahren aufgestellt wurde. Er trug einen 650 Kilogramm schweren Baumstamm 5 Schritte vorwärts. Hafthors Leben ist so episch, dass er einmal mit Conor McGregor sperrte und ihn, so der Strongman, fast umbrachte. Natürlich ist es nicht verwunderlich, dass auch so betitelte Sportler früher oder später ihr anstrengendes Training abbrechen müssen. Nach der Geburt seines Sohnes beschloss Hafthor, es etwas langsamer angehen zu lassen und nahm 41 Kilogramm ab. Jetzt will er eine Karriere im Profiboxen starten. Wir wünschen dem Riesen aus Island viel Glück. Beth Francis. Es ist wohl keine Übertreibung zu sagen, dass jeder Mann auf die Muskeln dieser Frau neidisch wäre. Lernt Beth Francis kennen, eine australische Bodybuilderin, Powerlifterin und das erste Modell dafür, wie eine Bodybuilderin aussehen sollte. Seit Beginn ihrer Karriere und bis Mitte der 90er Jahre galt Beth Francis zu Recht als die stärkste Frau auf dem Planeten. Hier nur ein paar ihrer Leistungen. Bankdrücken 152 Kilogramm, Kniebeugen 230 Kilogramm, außerdem nahm sie mehrmals am Miss Olympia-Wettbewerb teil. Und jetzt schaut euch diese Frau hier an. Wir denken, man kann sie kaum als eine berühmte Bodybuilderin erkennen. Trotz der Veränderung im Aussehen fördert Beth weiterhin die Branche. In ihrem Fitnessstudio in New York trainiert sie neue Athleten, die Weltmeisterschaften gewinnen. Mustafa Mohamad. Bodybuilding-Fans sind immer von großen Muskeln beeindruckt. Es scheint, als würden die Muskeln mancher Athleten vor Anstrengung förmlich explodieren. Aber das Erstaunliche sind nicht die Muskeln selbst, sondern die Zeit, die der Athlet braucht, um sie aufzubauen. Einer der Zerstörer von Stereotypen im Bodybuilding war in den frühen 90er Jahren ein Athlet aus Jordanien, Mustafa Mohamad. Er gewann 1992 im Alter von 26 Jahren seinen ersten Titel in der Weltspitze. Schaut euch diesen Giganten an. Viele Kampfrichter gaben zu, dass sie zum ersten Mal seit Arnold Schwarzenegger ein solch herausragendes Volumen von Brust und Armen gesehen haben. Und hier ist Mustafa 10 Jahre nach dem Ende seiner Bodybuilding-Karriere. Du musst zugeben, wenn du ihn auf der Straße sehen würdest, hättest du nicht gedacht, dass er mal ein Bodybuilding-Star war. Laut dem Athleten entschied er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben, sich auf den Aufbau einer Familie und die Führung eines Haushalts zu konzentrieren. Bob Paris. Es scheint, als ob Bob Paris alles schaffen kann. Wirft man einen Blick in seine Biografie, so wird deutlich, dass er nicht nur ein weltberühmter Bodybuilder war, sondern auch Schriftsteller, Redner, Menschenrechtsaktivist und sogar Schauspieler. Damals, Mitte der 80er Jahre, konntest du Paris auf den Titelseiten der coolsten Gewichtheber- und Bodybuilding-Magazine sehen. Doch nachdem er unglaubliche Erfolge bei Wettkämpfen erzielt und den Titel des amerikanischen Meisters erhalten hat, beschließt er 1991 seine Karriere zu beenden. Paris, der einst als der Mann mit dem ästhetischsten Körperbau in Bodybuilding bezeichnet wurde, sieht nun aus wie der typische Vertreter der amerikanischen Mittelschicht.
Das Ende seiner Karriere als Bodybuilder hinderte ihn nicht daran, in Fernsehserien mitzuwirken, die Rechte von Sportlern zu verteidigen und im Theater zu spielen. Die Welt hat Bob Paris als herausragenden Bodybuilder verloren und stattdessen einen geschickten Redner und einen guten Schauspieler bekommen. Tom Prince. Wir werden gleich eine der vielleicht unglaublichsten Transformationen in unserem heutigen Video sehen. Tom Prince ist heute nur noch wenigen Bodybuildern-Enthusiasten bekannt, aber von 1995 bis 1997 war er eine echte Bodybuilding-Ikone. Wie du sehen kannst, hatte Tom Muskeln entwickelt, die aber nicht zu unnatürlich aussahen. Viele Experten betrachten diese Zeit als die goldene Ära des Bodybuildings. Die Industrie schätzt die Fähigkeiten eines Athleten zu posieren und sich zu beugen mehr als seine Masse und sein Volumen. Während dieser Zeit wurde Tom der nationale US-Meister. Meister im Schwergewicht. Vielleicht ist das der Grund, warum das Bild von Tom Prince aus der Mitte der 90er Jahre noch lange in den Köpfen vieler Fans haften blieb. Heute wirst du in diesem Mann nicht mehr das ehemalige Bodybuilding-Idol erkennen. Toms Erfahrung ist jedoch nicht verschwunden. Er berät weiterhin über den Aufbau von Muskelmasse und trainiert zukünftige Champions. Kenneth Flex Wheeler. Für den Profi ist Bodybuilding nicht nur eine Sportart, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung. Du musst also nicht erst coole Preise gewinnen, um einen Legendenstatus zu erreichen. Die Geschichte von Flex Wheeler, einem Bodybuilder, den selbst Arnold Schwarzenegger bewunderte, kann das leicht beweisen. Die Sache ist die, dass Wheeler eine herausragende Muskeldefinition hatte und seine Auftritte sorgfältig vorbereitete. Jedes Mal, wenn er auf der Bühne erschien, konnte man eine unvergessliche Show von Ästhetik und Muskulatur erwarten. Er gewann den Arnold Classic-Wettbewerb viermal in Folge, obwohl er es nie schaffte, den Mr. Olympia Wettbewerb zu gewinnen. Die Fans glaubten, dass die Richter voreingenommen gegen ihn waren. Heute trainiert Wheeler weiterhin im Fitnessstudio, obwohl sein rechtes Bein unterhalb des Knies amputiert wurde. Nach Angaben des Sportlers musste er diese Operation aufgrund einer Nierenerkrankung vornehmen, unter der er sein ganzes Leben lang litt. Flex Wheeler ist es nicht gewohnt aufzugeben. Heute inspiriert er seine Fans zu neuen Höchstleistungen und postet regelmäßig Videos von seinen Workouts in den sozialen Medien. Landa Murray. Frage: Wie kann ein Mädchen achtmal den Miss Olympia-Titel gewinnen? Richtig, sie muss ständig trainieren, eine Diät anhalten und an sich glauben. Diese Antwort scheint in der professionellen Bodybuilding-Branche allgemeingültig zu sein, aber für Landa Murray sind es nicht nur Worte. Sie ist bis zum heutigen Tag eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen. Ihre einzigartige Genetik ermöglichte es dieser Frau, schneller Muskeln aufzubauen als ihre Altersgenossen. Das ist ein wahrer Segen für eine Frau im Bodybuilding, den Murray zu ihrem Vorteil nutzte. Ihre Sanduhrfigur gilt bis heute als Maßstab für jeden Wettkampf. Es scheint, dass Landa Murray mit der Zeit immer besser aussah. Es ist kaum zu glauben, dass diese Frau, die wir auf diesen Aufnahmen sehen, schon seit 11 Jahren ihre Enkelkinder großzieht. Heute ist sie als Richterin bei nationalen amerikanischen Wettbewerben tätig und trainiert weiterhin im Fitnessstudio, um ihre erstaunliche Form zu halten. Ronnie Coleman. Wenn du in der Nähe der Stadt Arlington plötzlich etwas Illegales tun willst, dann überlegst du dir das besser zweimal. Dieser riesige Kerl ist der einzige Reserveoffizier der US-Polizei, der 8-mal den Mr. Olympia-Wettbewerb gewonnen hat. Ronnie Coleman patrouillierte früher auf den Straßen der Stadt und spürte Verbrecher auf, und in den Pausen trainierte er in einem örtlichen Fitnessstudio. Seine superintensiven Workouts haben lange Zeit die Gemüter von Ärzten und Fans fasziniert. Inzwischen hat Ronnie ernsthafte gesundheitliche Probleme. Erhöhte Belastungen im Alter von 56 Jahren forderten ihren Tribut von seinem Körper, sodass der Sportler sie aufgab und zum normalen Leben zurückkehrte. Alexander Fedorov. Der Mann, den ihr seht, ist der meistbetitelte Bodybuilder Russlands, der den Spitznamen russischer Schwarzenegger erhielt. Alexander Fedorov beschäftigte sich seit seiner Kindheit mit Bodybuilding und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters. Schon in jungen Jahren zeigte er herausragende Ergebnisse und gewann auch ohne die Hilfe von speziellen Hilfsmitteln schnell an Masse. Fedorov wurde einer der wenigen Russen, die es fast geschafft hätten, am Mr. Olympia teilzunehmen. Beim russischen Grand Prix belegte er den 3. Platz und verlor gegen Größen wie Jay Cutler und Ronnie Coleman. Bis heute trainiert er weiter, was man an seinen massiven Armen erkennen kann. Wäre da nicht die Verletzung der Brustmuskeln im Jahr 2006 gewesen, hätte Russland vielleicht seinen eigenen Mr. Olympia gehabt. Victoria Spence. Der dramatische Verlust von Muskelmasse nach der Karriere ist eine häufige Geschichte unter Bodybuildern. Die Gesellschaft lehnt die dramatische Veränderung bei Sportlern jedoch oft ab. Die Bloggerin Victoria Spence fordert dazu auf, die Stereotypen zu vergessen und Bodybuilder nicht mehr als zur Schau gestellte Muskeln wahrzunehmen. Anhand ihres eigenen Beispiels zeigt sie, dass das endlose Streben nach einem perfekten Körperbau das Leben eines Athleten nur härter macht. Victoria fordert Bodybuilder auf, Diäten und anstrengende Workouts aufzugeben, die sie unglücklich machen. Ihrer Meinung nach wird das Leben eines Bodybuilders das zur Hölle, wenn er nur nach Auszeichnungen und Titeln strebt. Das Foto zeigt, dass die Bloggerin selbst eine Entscheidung zugunsten eines ausgewogenen Lebensstils getroffen hat und es nicht bereut. Warte mal eine Sekunde.
Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action, nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.